Was macht aus diesem grünen Tannenbaum einen schönen Christbaum? Klar, der Schmuck. Und der fehlt uns noch. Und deswegen fahren wir jetzt nochmal geschwind los und kaufen ein paar Christbaumkugeln und ein bisschen Lametta. Ihr seht in der Zeit das Neueste vom Campus in den News. Abschaffung der Studienkonten. Die Uni Mainz verlangt für das kommende Sommersemester keine Langzeitstudiengebühren mehr. Wer in Rheinland-Pfalz studiert, muss bisher für sein Erststudium keine Studiengebühren zahlen. Das gebührenfreie Studium ist jedoch durch ein Studienkonto begrenzt. Nach Aufbrauchen des Studienguthabens fallen für die Studierenden bisher Langzeitstudiengebühren in Höhe von 650 Euro pro Semester an. Mit dem Sommersemester 2012 soll sich das ändern. Die entsprechenden Gesetzesänderungen befinden sich zurzeit noch im parlamentarischen Verfahren. Sie sollen ab dem 1. März 2012 in Kraft treten. Ausbau der Buslinie 69. Die Fahrzeiten der Buslinie 69 sind mit dem letzten Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011 erweitert worden. Ab sofort fahren die Busse unabhängig von Vorlesungszeiten auch am Wochenende. Unter der Woche kann man jetzt bis Mitternacht die Linie 69 nutzen. Freitags fährt sie sogar bis 3.46 Uhr. Die Linie 69 ist eine der wenigen Busverbindungen zur neuen FH und verschiedenen Wohnheimen rund um den Campus. Die Mainzer Verkehrsgesellschaften eröffnen ihr Fahrradverleihsystem. Wer keine Lust hat, auf den Bus zu warten, kann sich ab dem 11. Januar 2012 aufs Rad schwingen. An über 100 Verleihstationen in Mainz und Umgebung sollen Fahrräder zur Verfügung stehen. Die Räder können mittels Chipkarte entsperrt werden. Ab 50 Cent pro halbe Stunde ist das Mietradeln möglich. Auch an der Universität sind verschiedene Stationen in Planung, zum Beispiel am Jakob-Welder-Weg und an der FH. Der Paläoanthropologe Prof. Dr. Friedemann Schrenk hat am 29. November die Stiftungsprofessur der Universität für das Jahr 2012 erhalten. Er gehört zu den führenden deutschen Wissenschaftlern auf seinem Gebiet und wird in Mainz die Vortragsreihe Out of Africa zur Globalgeschichte des Homo sapiens halten.